bis jetzt, wo muss ich hin? Ach, ich muss noch einmal. Okay. Gut, ich bin noch nicht so weit. Jetzt muss ich hier nochmal durch. Dann bin ich wieder im Dschungel, den ich ja noch kenne. In guter, aber auch in schlechter Erinnerung habe ich den. Da muss ich jetzt links über die Brücke. Die Brücke habe ich ja auch schon vorher mal gesehen gehabt. Und davor erstmal speichern. Ich will ja nicht, dass ich wieder bei den Fallen drauf gehe. Sollst dich nicht abholen. Nein, roll nicht. Ich muss da hoch. Ja, da ist die Brücke. Gut. Ist ja jetzt aber nochmal speichern. Man weiß nie, was da, was auf der anderen Seite der Brücke sein kann. Na, sieht aber recht friedlich aus. Ich sehe nichts in der Dunkelheit. Quest erfolgt. Jacks Turm gefunden. Ruhm plus 52. Da ist Jack, so wie es aussieht. Ist das Jack? Ja, das ist Jack. Ahoi, Junge. Lässt du dir den Wind um die Nase wehen? Ich bin Jack, der Turmwächter. Bin früher selbst zur See gefahren. Und jetzt machst du dir einen ruhigen Lebensabend. Ha, schön wär's, Junge. Ruhig ist hier gar nichts mehr. Nicht seit die Termiten hier aufgekreuzt sind. Termiten? Wie? Ja, und jetzt kommst auch noch du. Und ich frage mich, was du willst. Ich will dir jedenfalls keinen Ärger machen. Ich will bei Stahlbart anheuern. Na, wenn das so ist, dann sind so ein paar Termiten bestimmt kein Problem für dich. Termiten? Erstens mal sagen, ich komme von Boos, Jack. Ich komme von Boos. Er wartet auf die Zuckerlieferung. Tja, damit kann ich leider nicht dienen. Es ist nicht meine Schuld, dass sie weg ist. Als mein Kollege aus Sakariko des Nachts kam, waren die Termiten am Strand. Tja, er wollte sie vertreiben und hat sie angegriffen. Hätte er es nicht besser wissen müssen? Nein, immerhin hat er es überlebt. Aber die Viecher haben die Lieferung in ihre Höhle geschleppt. Ich verstehe. Wenn du die Lieferung findest, dann bring sie gleich zu Boos. Okay. Aha, von Termiten angegriffen, von Termiten die Ladung abgenommen bekommen. Na, hört sich super an. Was ist denn mit den Termiten? Wegen der Termiten. Ja, die Mistviecher lassen mich einfach nicht in Ruhe. Hier muss irgendwo ein Nest sein. Greifen sie dich vielleicht an? Greifen sie dich an? Nein, nein. Die Kleinen sind harmlos, solange man sie in Ruhe lässt. Nur vor den Großen musst du dich in Acht nehmen. Wo ist denn das Nest? Wo ist das Nest? Geh runter zum Strand und folg den Viechern, die da rumwuseln. Wenn du sie nicht angreifst, kannst du ihnen bis zu ihrer Höhle folgen. Keine Sorge. Du kannst bald wieder ruhig schlafen. Dafür werde ich mich auch erkenntlich zeigen. Das hoffe ich doch. Neue Quest, die Termitenplage. Jack, kennst du ein paar Geschichten? Du kennst bestimmt viele Geschichten. Natürlich. Und sie sind alle wahr. Erzähl mir mal was. Erzähl mir mal was. Hast du schon mal den Namen Mara gehört? Schon mal den Namen Mara gehört? Was sagst du da? Sprich diesen Namen nicht aus. Das bringt Unglück. Ach komm, das ist doch Aberglaube. Hüte deine Zunge. Es gibt sie, die Wesen aus der Tiefe. Sie werden angelockt von denen, die ihren Namen rufen. Was weißt du darüber? Schluss jetzt! Darüber spreche ich nicht. Und du solltest das auch nicht. Gut zu wissen. Erzähl mir etwas über Takarigua. Takarigua ist eine schöne Insel. Ruhig und beschaulich. Genau das Richtige für so einen Seebär wie mich. Die Inquisition war zuerst hier. Als die Piraten Wind davon kriegten, dass hier Zucker abgebaut wird, hat Boos sich hier niedergelassen. Und das Beste ist, er brennt seinen Rum aus ihrem Zucker. Ja, das weiß ich. Erzähl mir etwas von den Piraten. Von den Piraten. Als die Inquisition stark wurde, haben sich die Piraten zusammengeschlossen.
Alvarez hat damals den Rat der Kapitäne gegründet. Seitdem nennen sie ihn den Admiral. Aber irgendwas muss passiert sein, denn jetzt gibt es Krieg unter den Piraten. Ein Kapitän kämpft gegen den anderen. Was ist da los? Junge, frag mich nicht. Ich bin zu alt für Krieg. Ich bin froh, wenn ich meine Ruhe habe. Okay, dann erzähl mir etwas über Schätze. Über Schätze? Geschichten über Schätze wirst du so einige hören, wenn du aufmerksam bist. Neben Gold in Truhen gibt es viele legendäre Gegenstände, die über die ganze südliche See verteilt sind. Was sind das für Gegenstände? Besondere Gegenstände. Jeder von ihnen birgt ein Geheimnis. Jeder hat seine Geschichte. Aber allen ist gemein, dass sie ihrem Träger gute Dienste leisten. Aha, gut zu wissen. Da ist ein Buch. Die Piraten raubten alles bis auf den letzten Penny aus und nahmen es an Bord. Das Prunkstück war ein wertvoller Handspiegel der Gouverneurstochter. Als sie zurückgekehrt waren, genehmigten sie sich erst einmal einen ordentlichen Schluck Rum. Bei einem Spiel gewann der Wirt jedoch den Spiegel und rückte ihn erst gegen einen angemessenen Preis wieder heraus. Interessant. Neue Quest, der Handspiegel. Zeig mir mal den Handspiegel. Den Handspiegel sollte ich in der Taverne von Takarigua finden. Alles klar. Die Termiten haben sich die Zuckerlieferung für die Piraten geschnappt. Das habe ich gehört. Und ich soll jetzt danach suchen. Nach den Termiten und nach den nach der Zuckerlieferung. Jetzt habe ich's. Und währenddessen habe ich ja dann auch noch, gleichzeitig kann ich dann auch noch eine zweite Quest machen. Und zwar Jack von seinen Termiten befreien, damit er endlich wieder in Ruhe schlafen kann. Wow. Sind das etwa die Termiten? Sind aber groß, die Viecher. Gibt's hier vielleicht irgendwas? Ne, sieht nicht danach aus. Drüben vielleicht? Es müsste eine Muschel sein. What the fuck, ist das für ein Riesenteil? Eine Muschel. Dann zeig mir mal, ist denn der Muschel etwas Besonderes? Wo habe ich sie? Nichts zu holen. Nein, leider nicht. Was ist denn das für ein Riesenviech? Erstmal speichern. Riesenkrabbe. Wow. Riesenkrabbe, Riesenkrabbe, Riesenkrabbe. Wow. What? Geh weg. Auf, Krabbe. Autsch. Ausweichen. Proviant rein. Sind für Blutregeneration. Die benutzen aber oft genug ihren. Ihren Panzer. Aua. Geh weg. Nein. Macht ordentlichen Schaden. Ah, nicht reinrollen. Bloß weg. Nein, 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 nein. Ich brauche unbedingt danach wieder Proviant. Ich
habe ja jetzt auch noch meinen Rum, den ich trinken kann. Bringt mir einiges an Blut wieder zurück. Und Stärke. Stärke ansaufen, damit ich diese Riesenkrabbe killen kann. Im Sonnenschein. Im Schein der aufgehenden Sonne. Kampf im Schein der aufgehenden Sonne. Gegen die Riesenkrabbe. Echt nicht normal, wie viel die aushält. Au. Stirb jetzt. So. Das down. Eine Muschel erhalten. Super. Eine einzige Muschel. Nichts zu holen. Schade. Wirklich schade. Egal. Habe ich es gepackt, den Kampf? Das ist eine Gaganuss. Das ist wieder eine Muschel. Sehen wir uns mal hier ein bisschen am Strand um. Nichts. Sehen, ob hier irgendwas zu holen ist. Drüben ist noch eine Muschel und... bisschen... eine Pflanze ist dort drüben und da sind ein paar Kisten. Gibt es da irgendetwas zu holen? Ich weiß es nicht. Vorher erstmal speichern. Das sind wieder die Parasiten hier. Termiten, nicht Parasiten. Wow. Probieren den mal langsam zu folgen. Okay, probieren wir es mal. Und diese Termite. Okay. Eine von 10 Termiten erledigt. Nur von 3 Termitenkrieger. Da gibt es jetzt auch noch Termitenkrieger. Okay, auf die nächste Termite. Ich habe ja eine Mission zu erledigen. So, zweite Termite. Ist tot. Holen wir uns die dritte. Komm her, bleib stehen. Genau, soll stehen bleiben. So, dritte Termite ist down. Da kommt schon die nächste. Und da hinten dran schon. Au, wow, die können spucken. Nice. Spuckangriff. Man sollte halt eben auch treffen können. So, jetzt habe ich mal getroffen und die Termite ist down. 5 von 10. Das hört sich doch schon mal gut an. Muss erstmal gespeichert werden. Da haben wir nochmal 2. Das wird Nummer 6 und Nummer 7. Ich schlag immer zu früh. Aua, aua, aua. Komm her. Nein, geh auf die Termite. Die Termite da hinten. So, 6. Termite down. Und die 7. muss auch dran glauben. So. 7. Termite, kann ich von denen irgendwas holen? Nein. Schade. Schwert raus. Und weiter Termiten schnetzeln. Da ist noch einer. Ich habe noch 10 Kugeln. Soll ich vielleicht mal aufstocken und ein bisschen im Schießen mit der Pistole, im Umgang mit der Pistole ein bisschen lernen. Oh, das ist aber eine große Termite. Das ist wahrscheinlich so ein Termitenkrieger. Warten wir erstmal, bis die Termite rankommt. Hoffentlich greift jetzt nicht der Termitenkrieger an. Er kommt. Uns erstmal leben. Daneben geschossen. Schade. Da kommt der Krieger. Kommt der Krieger. Das war die 9. Termite. Da ist der Termitenkrieger.
Wow, da gibt es sogar einen Nahkampf. Schon mal eine größere Herausforderung. Autsch. Nein. Los, weg. Nein, 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 nicht sterben. Stirb, Termitenkrieger. Was ist mit der Termite los? Ach, die ist tot. Nein. Aber jetzt, verdammt. Lass mal wieder ein bisschen leben. Wow. Geh weg. Speichern. Kann ich dem seine Schläge abhören? Ja, kann ich. Gut. Gut zu wissen. So. Erster Termitenkrieger ist down und ich habe alle Termiten getötet. Es fehlen nur noch die großen. Das sind auch nur zwei. Das sollte ich ja wohl packen. Aber mein Rum und mein Proviant geht zur Neige. Das ist nicht so schön. Da müsste wohl ihr Nest sein. Ich warte jetzt erst noch, bevor ich da reinkomme.